Leute, wir testen Tony Hawk Underground 2, aber das tun wir nicht. Wir testen eigentlich das Teil, was ich an die PlayStation 2 angeschlossen habe. Und wir starten einfach mal in Story-Modus in Tony Hawk Underground 2. Ja, wir gehen hier einfach voll ins Abenteuer ran. Ich möchte gerne das Teil mit euch testen. Das ist eine Art Testaufnahme. Wir werden mal kurz Tony Hawk Underground 2 durchsuchten in der Zeit. Vielleicht eine halbe Stunde oder so. Haha. Auf leicht, weil das geht viel schneller voran. Wir sollten Cutscenes überspringen, die brauchen wir nämlich nicht. Das Let's Play dazu kommt, gegebenenfalls in einiger Zeit, aber erstmal wird das hier alles getestet, Leute. Erstmal wird hier getestet und wenn ich teste, dann teste ich. Also mit testen, ne? Nein, Spaß. Teste. Gut, das Spiel sollte kein Problem sein. Es ist Ewigkeiten her, dass ich gespielt habe, aber eigentlich dürfte das kein Problem sein. Also, ich hoffe es mal. Wir müssen 400 Punkte pro Level machen, plus die Bonusaufgaben. Also die Bonusaufgaben, die immer 1000 Punkte geben, die man nicht überspringen kann. So gesehen können wir aber viel überspringen und das werden wir auch machen. Das hier ist kein Let's Play, das ist einfach nur Langeweile und ein Test und ich finde, ein Minutentest ist nicht genug. Wir haben ja immerhin Parts, die mehrere Minuten lang sind. Von daher, ja, steh auf. Das wollte ich eigentlich nicht. Und deswegen müssen wir auch testen, ob das wirklich über längere Zeit okay ist. So, die ersten Punkte geholt. Ich wette mit euch, Johnny Cash wird mir Probleme machen mit Ring of Fire, wo ich jetzt gerade erwähnt habe. Ja. Werde ich Probleme haben. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, das war... Oh Gott, um Himmels Willen, was geht hier ab? Renne mal hier kurz hoch. So. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, ich habe die Aufgabe mit dem Punkt nicht gekriegt, ne? Ne, ich glaube nicht. Egal. So, dankeschön. Hoch, komm, schneller. Was? Hab ich die bekommen? Ja, hab ich. Ups. Das erklärt so einiges. Hallo, Bob Burnquist. Du bist dran. Ja, ein bisschen Action. Genau, bin auch dabei. So, dann klaust du erstmal das Kind hier. Also wie gesagt, das soll ganz schnell gehen. Ohne irgendwelche Probleme. Deswegen wird es auch keine 100% geben. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber da kommt ein Auto entgegen. Haha, aber wir weichen gut aus. So. Tony, hier ist ein Kind für dich. Oh mein Gott, Tony Hawk. Ich bin erstaunt. Ich bin impressed. So, jetzt spreche ich das nochmal an. Damit das auch hier angenommen wird. So. Aktuellen Lauf beenden. Fertig. Haben wir das gemacht? Aber wir sind schon fast durch, ne? Aua! Das war nicht nett. Was? Bob Burnquist, du bist eine Enttäuschung. Ja, du bist echt eine Enttäuschung. Oder ich bin eine Enttäuschung, weil ich das gerade nicht hinkriege. Danke. Was? Ich habe den Bihiana gedrückt. Danke. Denn immerhin müssen wir General salutieren. So. Aus Feuerbälle. Ich glaube, wenn wir jetzt noch die Aufgabe hier machen. Wobei, wir müssen den Typen erst ansprechen, ne? Ja, wir müssen den Typen ansprechen. Komm her. Geil mit Ziele. Springen wir die Autos. Genau, die Spin-Transfer-Tour. Ja, Gott, die sollte schnell gehen. Es sei denn, ich versau sie natürlich. Jo, ich fliege, obwohl ich einfach kein Tempo gebe, ja? Leute, ich drück gar nichts. Ich springe auch nicht mal. Egal. Das sollte gut alles klappen. Oh, und rüber. Und ich mach nochmal so einen Grab, denn das ist scheißegal. Und jetzt hol uns ab. Danke. Denn wir müssen hier ganz schnell vorankommen, wenn wir das Spiel durchkriegen wollen. Und zwar so schnell, dass ich mich aufs Sprechen und Spielen gleichzeitig konzentrieren muss. Ich spiele das hier übrigens auf dem PlayStation 1 Controller. Also meine ganzen PlayStation 2 Controller sind ziemlich im Arsch. Der PlayStation 1 ist übrigens auch nicht besser, aber man kann damit spielen gerade. Und das ist das, was zählt, glaube ich. Also meiner Meinung nach. Ja, vielleicht seid ihr anderer Meinung, aber ich bin meiner Meinung nach zufrieden, dass ich wenigstens einen PlayStation 1 Controller habe. Übrigens klinge ich vielleicht audiomäßig ein bisschen anders. Das liegt daran, dass ich hier nicht mit meinem PC aufnehme, sondern mit dem Laptop. Das ist alles ein bisschen anders hier. Die Soundkarte ist ein bisschen anders und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. So, mal kurz so. Profiziele.
Denn immer brauchen wir viele Ziele und dann wechseln wir wieder direkt. Denn ich möchte gerne auch meine Statistiken verbessern. Das sollte doch drin sein. So, dann machen wir das. 15.000 Punkte nur. Okay. So. Wir können den Lauf beenden. Nein. Ja, es geht schnell. Ah, machen wir kurz so. Gib mit. Hä? Gibst du mir wohl? Danke. Wir müssen noch ein paar Leute treffen. Das ist sehr wichtig. Denn immerhin brauchen wir auch die ganzen Aufgaben zu erfüllen. Dankeschön. Dumme Kuh. Was weichst du mir aus? Ah, da wollte ich eigentlich nicht hinziehen, aber okay, machen wir die Aufgabe halt auch. Ja, wenn der Stier hier ist, ist es zwar kein Problem, aber... So, okay, wechseln wir. Ich wollte den eigentlich auch abwerfen. So. Ja, Digga, jetzt love me. Wir brauchen noch einen Fußgänger. Und zwar einen Fremden. Hier, die Olle. Kriegen wir eine Nachricht? Warum auch immer eine Nachricht kriegen? Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht, weil wir halt diesen Typen befreit haben. So. Tralalala. Und einmal darüber. Oh Gott, ich fliege zu weit, ich fliege nicht zu weit. Gut. Das war knapp. That was close. Ja, läuft gerade, ne? Wäre cool, wenn ich jetzt noch finden würde, dass hier irgendwo ein Scheißhaufen rumgammelt, aber irgendwie ist das gerade nicht der Fall. Okay, das war peinlich. Ja, es ist eine große Ungewöhnung übrigens, an die ganzen Sachen, die wir, die ganzen alten, also was heißt alten Spiele, die ganzen Let's Plays, die ich gerade gemacht habe, weil die spielen sich alle anders. Und hier waren gerade zwei Scheißhaufen. Ich will gerne an... Danke. Wenn du jetzt verschwindest, hau ich dich. So, reicht das? Ja, es reicht. So, Tonja, hol's ab. Danke, wir gehen weiter. So, Berlin. Berlin, Berlin, wir gehen nach Berlin. Zicki-zacki Hühnerkacke. Das muss alles schnell gehen, Leute. Keine Zeit, hier abzuwarten, auch wenn... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, die Katze ihn auf sich ziehen lässt. Wir müssen überlegen, dass das Spiel jetzt schon über 10 Jahre alt ist, Leute. Das Spiel ist über 10 Jahre. Ich glaube, das kam... Was, wann kam das? Ich habe hier gerade die Hülle. Das Spiel kam, ich glaube, 2004 oder so, ne? Jupp, 2004 oder 2005. Eins von beiden. Ich glaube eher 2004, denn 2005 habe ich American Wasteland angefangen. Nicht zu Let's Play, 2005 hat YouTube angefangen, aber ihr wisst, was ich meine. So. Gut. Kurz und knackig, Bam Margera. Denn immerhin müssen wir auch ein paar Aufgaben mit ihm machen. Immerhin reicht mein Skate alleine nicht aus, um das hier zu meistern. So. Eins. Und hier ist ein Zigarettenautomat, den wir müssen kaputt machen. Einer von zwei Duschen. Ah, es geht schnell, Leute. Da dürft ihr euch jetzt nicht wundern. Was? Hat er dich angenommen? Okay, warum hat er dich angenommen? Ich bin irritiert. Ich meine, immerhin habe ich über ihn gekotzt. Jetzt hat er es angenommen, okay. Nein, das war zu kurz. Hep. Ach, schade, können wir nicht austricksen. Gut, wechseln wir wieder. Ich vergesse immer, dass ich das nicht machen sollte. Weil dann geht doch das Ding wieder zurück. Verdammt! Ich habe nicht beendet die Runde, ne? Wir können sogar Lip verbessern, okay. Dann retten wir mal kurz den geilen Gast. Ey, wir müssen Graffiti machen. Hip, hip, hurra. So. Zacki, zacki. Machen wir kaputt. Doppelt kaputt. Dankeschön. Damals, als ich jung war, immer Probleme mit der Aufgabe gehabt. Weil ich Angst hatte, ja, das war cool. Oh, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Dass ich dieses Wasser da hinten, was da jetzt frei rumliegt, nicht mehr machen konnte halt. Was? Was war das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt machen wir es normal. Diesmal ordentlich. Diesmal, nimm das bitte hier an. Danke. Ah, sieht knapp aus. Reicht aber aus. Gut.
So, aktuellen Lauf beenden. Wir kriegen so eine Nachricht. Von wem auch immer. Oh Gott, wir lassen ziemlich viel Zeit, muss ich zugeben. Nein? Hallo? So, mit ihm werden wir das Level beenden. Klingt jetzt zwar komisch, aber werden wir machen. Nein, ob du wohl da hoch gehst? Wir müssen da hoch. Danke. Immerhin ist hier die Reklametafel, die wir aktivieren müssen. Hallo. Ach, das Seatbelt R. Generell, dass man hier die Tricks auch noch variieren kann, das ist schöne Zeiten gewesen. So, und das müsste es sein. Genau. Antwort, los geht's. Oh Leute, das ist gerade ziemlich schnell, was ich hier mache, ne? Ja, doch. Aber für einen Speedrun reicht das einfach nicht aus, weil ich viel zu wild hier durch die Level ziehe. Das ist das Problem. Aber, hey. Hey. Ich meine, wir sind schon in Australien und das reicht dann locker für ein Part. Wir ziehen einfach Tony Hawk Underground 2 einfach mal komplett durch, so, punktum. Natürlich kommen jetzt das größere, die größeren Level. Das heißt, wir werden hier vielleicht ein bisschen länger brauchen. Aber in einer halben Stunde sollte das gut möglich sein. So, Thailand war Wahnsinn, bla bla bla. So. Gut. Das wird auch kein Problem sein. Glaube ich auf jeden Fall. So, ich glaube, das war so. Danke. Dann haben wir den Typen. Dann drehen wir uns hier kurz weiter. Ja, jetzt geht's eigentlich. Deshalb müssen wir eigentlich schnell vorbei sein. Doch, doch, da bin ich ganz simpel geschrieben. Simpel? Werde ich simpel geschrieben? MASA ist kein großer Name, Leute. Diese Aussage, Alter. So, wir gehen wieder raus. Na, willst du wohl den Tisch hier mitnehmen? Immerhin müssen wir alle Tische hier wegnehmen. Danke. Unter hier ist nämlich der Automat. Also hier. Aktivieren wir mal kurz. Jetzt sollten wir vorsichtig sein, dass wir keine Scheiße hier bauen. So. Aktuell Lauf beenden. Ja, jetzt läuft's eigentlich. Das läuft hier gerade richtig gut. Profiziele. Zweite Punkte erst. Erst so wenig. Okay. Nein! Das war ein Triple Impossible. Warum mache ich ein Triple Impossible darüber? Dankeschön. Den wollte ich eigentlich machen, falls ihr euch wundert. So, okay, das waren Gefühle. Die ich natürlich nicht erreiche, weil ich gerade zu blöd dafür bin, danke. So, einmal kurz hier hoch. Sagen die einen oder anderen, oh, Masa, du hättest doch Dings nehmen können, das ging noch viel schneller. Aber Masa will das nicht nehmen, Masa ist cool. So. Markieren. Haben wir das auch geschafft. War es das schon? Glaub nicht, ne? Wir brauchen noch 75 Punkte. Fuck! Das ist nicht so geplant gewesen. Egal. Was können wir noch machen? Ziel ansehen. Absprung ohne Fallschirm. Ich wollte eigentlich Absprung ohne Fallschirm machen, aber... hat wohl nicht geklappt. Komm rüber, danke. So, zieh dich durch. Und dann... der wird gemeistert. Antwortlos vergeben wir. Ich bin ein verrückter Typ, Leute. Ich bin ein verrückter Typ. Kämpfe ich denn, wie ihr wollt. Ich bin verrückt. So, Cutscenes überspringen. Ich drücke gerade, ich bashe gerade den X-Button. Ey, du hast die Kleider geklaut. Du bist ein echter Idiot. Komm, wir machen das Mädchen nackt, das Einzige in der Gruppe, und geben denen natürlich die schönsten Kleider. Ja. Warum auch nicht? So, einmal hier rüber. Ja, die Aufgaben sind natürlich hier nicht so groß wie die anderen. Aber es macht doch nichts. Na, das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Das waren die ersten 5. Da müssen wir die Bauarbeiter kurz anfurzen. Wie ging der Beaverflip? Ich habe keine Ahnung. Ging der so? Ja, so ging der. Okay, ich habe erst hoch runter gedrückt. War aber nicht klug.
Da war... Wo waren die denn alle? Ich habe keine Ahnung mehr, wo die alle waren. Ich glaube, hier ging einer hoch und runter. Dann war da einer. Oh Gott, wo war der letzte? Ich hab's voll verpeilt. Bin ich hier hinten einer? Hier. Dankeschön. Ja, und dann haben wir das Level schon wieder komplett. Das war jetzt schnell, Leute. Das war richtig schnell. Und dann kommen wir zu meinem Lieblingslevel. Ich mag New Orleans. Das ist ein richtig cooles Level. Weil generell alles, was hier passiert, ist richtig cool gemacht. Ja, das ist ein richtig schickes Level. Also von allem drum und dran ist das wirklich eines der schönsten Level überhaupt. Und auch generell so vom Mare Gras. Jeder mag Mare Gras. So. Finde den Narren, markiere dein Gebiet, Wasserturmslab, entwecke die Toten, rette New Orleans. Ja. Ja, du kannst mir kreuzweise als ob ich mich von dir hier pranken lasse. So. Lass mal wieder tauschen. Ich will nicht der Clown sein. Ich will Maser sein. Da gab es doch hier irgendwo... Na, ich will nicht Tony Hawk rennen. Ich will Ketten haben. Die liegen doch auch hier irgendwo rum. War das? Hä? Ah, da, genau. Okay, das war nicht das, was ich wollte. Also doch schon, was ich wollte, aber ich dachte, wir müssen was anderes machen. Gut, wo ist der Profi? Der steht doch hier. Was hat er? Ich glaube, die Gullideckel. Narben, Wally am Wagen, Spin-Transfer-Kombo, markiere große Reklame, Menü über die Schächte, wie Vögel, Gaslampenbezirk, groß und mit Fokus. Ja, du mich auch. Stimmt, den Highscore im Spielautomaten. Ich habe immer den Spielautomaten gesucht, Leute. Ich habe den als Kind nie gefunden. Das klingt jetzt zwar verrückt, aber der ist ja auch gut versteckt. So, zwei Kästen in einer Combo. Das ist die fünfte. Oder die vierte. Das ist erst die vierte. Welche habe ich denn jetzt übersehen? Ach, ich bin einfach an Kacklas an der vorbeigefahren. Okay. Erwecke die Toten. Oh mein Gott, da kommt der komische Typ und jetzt laufen hier überall Zombies rum. Weil, keine Ahnung, Zombies sind Zombies und die Stadt wirkt auf einmal viel lebendiger. Na, das nicht, aber... Du rette New Orleans und mach den Dings über die Kirche. Okay. Dankeschön. Es gibt euch 100 Punkte, deswegen habe ich das gemacht. Eben. So, kurz die Wheelie über die Schächte. Danke. Den Wally am Wagen, der da rumfährt, das ist jetzt gerade unpraktisch, das. Was? Hey, das war auch ein Wally. Dass ich hier geprankt werde, ist unverschämt. Hui. Das war komisch. So, jetzt machen wir mal den Wolli. Ich habe einen Wolli Plant gemacht. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Wann gibt es einen Wolli Plant? Ich kenne ihn gar nicht. Sag mal, willst du mich pranken? Hä? Ziel ansehen? Da ist doch Wolli am... Wolli am Wagen. Okay, ich bin irritiert. Ich bin echt irritiert. Das hatte ich auch noch nicht. Nee, ernsthaft, das hatte ich auch noch nicht. Das ist komisch. Egal. Das ist die Spin-Kombo. Achso, oh Gott, wir müssen das in einer Kombo machen. Ja, wisst ihr, Leute, ich sag schon Kombo, ne, und unterbreche natürlich die Kombo. Aber egal. Mardi Gras. Kurz überlegen. Was sind meine Ziele, verdammt? Ah doch, okay, praktisch. So, aber hier rein. Und dann hier runter. War es das? Nein, das war's. Oh, Himmel hilf, das war es noch nicht. Irgendeine verkackte Aufgabe müssen wir noch machen. Ah, hier, ich mache einfach das hier jetzt. Ja, stimmt, weil der Wagen ja nicht will. Warum auch immer. Wachs ist schon was Feines, ne, Leute? Dankeschön.
Nein, nächste Nachricht, wir gehen. So, danke schön. Oh Gott, wir haben schon 21 Minuten nach der Aufnahme hier aufgenommen. Und wir sind im vorletzten Level fast fertig. Das heißt, wir ziehen das noch durch. Ja, wir ziehen das echt jetzt noch durch. Das ist mir scheißegal, was ihr sagt. Das ist hier nur eine Testaufnahme, so. Warum schickst du mich eigentlich hier hin? Gehe die Security und lande auf dem Dach. So. Stimmt, der Equalizer ist das ja, ne? So. Oho. Wie schwierig. McTwist schwierig. Verdammt, wie hatte ich keine Specialanzeige voll? Ist auch ungewohnt, dass ich mir eine Specialanzeige habe. Ja, hatte ich Ewigkeit nicht mehr. Tut mir ja leid in dem Fall, aber... Ne, das ist einfach so jetzt gerade. So, ich hoffe, euch gefällt das Format übrigens. Das ist so das Höchste, was ich hier machen kann. Habe ich erwähnt, wie viel ich aufgenommen habe hier? Ich nehme gerade in 720p auf. Höher lässt sich das gerade hier nicht einstellen, sonst ruckelt das. Und in 50 FPS nimmt er nur auf. Aber ich versuche einfach auf 60 zu ändern. Deswegen, nimmst du mich böse. So. Gut. Neue Ziele, neues Glück. Ich kann mich an keine wirklichen Ziele mehr erinnern, deswegen tut es mir an der Stelle gerade leid. Ach, ich weiß, dass hier unten der Automat drin war. Oh, 50.000 Punkte, Leute. 50.000 dumme Punkte. Die ich nicht hinkriege. Ja, komm. Hä? Das ist doch eine Kante. Seht ihr das, Leute? Er will sich nicht an die Kante festhalten. Ich will eigentlich nur die Reklametafel markieren, die hier oben ist. Aber gut, wenn er das nicht will. Oh Gott, eine Cutscene löst das Programm wieder ab. Also das ist die Aufgabe. Das ist ungewohnt gewesen. So. Aktuell auf Enden. Fertig. Nein! Bin ich speichern. Lass mich da hoch, bitte. Fuck you! Danke. No, hier wollte ich hin. Ich will nämlich die Kettensäge haben. Die hier oben drauf ist. So, da kommt nämlich auch, Bigfoot. Den hätten wir eigentlich, das hätten wir eigentlich andersrum machen müssen. Ja, das hätten wir echt andersrum machen müssen. Verdammt. Was? Hey! Gib mir doch nicht davor aus! Drecksack! Dankeschön! Hat's bumm gemacht, Leute! Hat's bumm gemacht! Jetzt kommt hier die Katze! Miau! Was ist denn los? Warum krieg ich das nicht hin? Ich bin so ein Knecht. Ich bin gerade alles am Versauen. Was? Ich hab den... Egal. So, hier ist Bigfoot. Ich bin Bigfoot. Ja, ja, schon gut. Ich glaube, der gibt sogar richtig viele Punkte. So, Wheelie einen Hang nach oben. 100 Punkte. Aus dem Weg. Oh Gott. Hangkamera, wisst ihr? Oh Mann, ich bin Bigfoot. Lass mich in Ruhe. Bigfoot hat kein Handy. Freie Bahn. Was gab's noch? Ich glaube, wir müssen einmal hier rüber. Genau. Oh, und, ja, das Grün wachsen, aber wir können nicht... Stimmt, Bigfoot kann ja nicht absteigen. Da fällt mir wieder ein. Er ist doch vom Kabel. Wenn das nicht reicht, dann markiere ich noch kurz mein Ryan Sheckler. Hi. Dankeschön. Cool. So. Los geht's. Das große Finale. Leute, wir kommen gut durch. Also ich finde, ich bin zufrieden, was ich hier gemeistert habe gerade. So. Noch die letzten Aufgaben. Mit Bam Majera. Also die, nicht die ganz letzten Aufgaben. Es gibt noch ganze... 1, 2, 3 Aufgaben. Das war komisch. Hey, was machst du da?
Eine Spinbombe, zwei Spinbomben, drei Spinbomben und vier. Dann müssen wir kurz hier machen. Ach lol. Muss nur eins aktivieren, okay. So. Kabel gewinden. Kisten aktivieren. Zack, zack. Und da oben auf den Ball drauf springen. Die Vertex Suction Tour Bombe. Die ich nicht mag, weil die ziemlich schwer zu ersteigen ist. Dankeschön. Oh nein, wir müssen raus hier. Wir müssen die kleinen Tiere mitnehmen. Ansonsten macht's Peng, Puff, tot. So, komm. Nein, nein. Dankeschön. Großes Finale. Ende im Gelände. Oh, von hier? Ja, ja, ich bin doch nur auf dem Weg. Was? Das war schon? Aber wie langweilig. Das war ja nicht mal eine 20.000-Punkte-Kombo. Ach, Mann. So, damit haben wir gerade mal aus Langeweile den Story-Modus abgeschlossen. In ganz schnellen, ja, Wegen. Wir haben Schreck 2 freigeschaltet. Oh mein Gott. Ach, Leute. Leute. Wir sind durch. Es gibt nichts mehr zu besprechen. Testaufnahme. Wir sind für einen Profi-Skater. Huhaha. Testaufnahme. Ja. Gefällt euch das Format so, wie es ist von der Qualität her oder nicht, müsst ihr entscheiden. Leider kann ich nicht viel entscheiden. Es tut mir leid. Es ist gerade dumm gewesen. Leider kann ich nicht mehr daran machen. Also ich kann schon mehr daran machen, aber es ist jetzt so generell, dass ich am höchsten rausgefunden habe in der letzten halben Stunde. Ja, also vor der Aufnahme. Und deswegen war es hier als beste Testaufnahme gerade geeignet. Wenn ihr ein anderes Format haben wollt, dann ja, müsst ihr mir Bescheid geben. Ich werde das alles in... ja, dem Format hier lassen, wie es ist. Ich habe hier halt 720x480, also ich werde es auch nicht höher rendern. Lohnt sich auch nicht, Leute. Das ist ein Tony Hawk 2-Spiel. Das läuft eigentlich nur auf 476 IP oder wie es heißt. Von daher, ja. Gut, beenden. Wir sind durch, Leute. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis morgen oder so. Keine Ahnung. Wenn ihr wieder Tony Hawk Pro Ground guckt, wenn das auch noch nebenbei läuft. Haha. Gut, danke fürs Reinschalten und Masa la Vista, Baby.